Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Zompiercer. Ich bin immer noch ein bisschen geschockt von dem letzten Mal. Also ich mache jetzt halt auch gerade diese Aufnahme im Anschluss an die letzte, wo ich so enorm versagt habe. Ich bin jetzt auch mal gespannt. Wir werden den elektrischen Schalter einschalten. Ich werde gucken, ob die Zapfsäule auch wirklich läuft und habe mir jetzt halt gedacht, eventuell laufe ich dann um den Bahnhof rum. Vielleicht komme ich auf der anderen Seite auf den Zug. Werde ich mal gucken. Auf jeden Fall würde ich sagen, let's go. Wir schauen einmal hier nach. Ich mache mal hier ganz kurz zu. Jawohl, es läuft auf jeden Fall. Ich lasse die Tür mal offen. So. Lasst uns mal schauen. Okay, der erste ist hier am Anwackeln. Weißt du, also ich denke mir mal, dass... Oje, da ist komplett zu, ne? Ich kann das nicht öffnen. Ich komme auch hier nicht an den Zug ran. Okay, das ist natürlich jetzt dann etwas, tricky. Also ich denke mal, das ist auch absichtlich so gemacht, dass man wirklich keine Chance hat, irgendwie hier ranzukommen. Ansonsten, ich muss das wahrscheinlich abschalten. Ich werde da nicht drumrum kommen. So. Mal gucken. Ich weiß auch nicht, ob ich die irgendwie mir hier versammeln kann oder sowas. Ich weiß nicht, ob die rankommen an mich. Ich werde aber auf jeden Fall mal die Taktik fahren, dass wir hier oben mal stehen bleiben. Vielleicht kann ich ja die ein bisschen versammeln bei mir. Die werden halt im Grunde getriggert. Wenn ich zu weit hinten stehe, drehen sie um und laufen weg. Weil sie dann versuchen, nämlich auf der anderen Seite an mich ranzukommen. Wenn ich hier weiter vorne stehe, dann kommen sie wieder hier auf die Seite. Die hasse ich halt hier, ne? Schauen wir mal. Lass mir meinen Zug in Ruhe, ne? Also, was die aushalten, das ist schon der Hammer. Also, die kommen nicht an mich ran, auf jeden Fall. Wenn ich hier oben stehe. Schauen wir mal, habe ich auch noch nie ausprobiert. Ui, wo sind denn die hin? Der Große geht auch schon rein. Wenn ich hier natürlich runterfall, dann ist blöd, ne? Das ist klar. Lass mal einfach mal laufen. Ich denke mal, dass ich hier wirklich den besten Stand noch habe.
einer nach dem anderen halt, ne? Okay, also die werden... Moment, ich gehe mal einen Schritt zurück. Oh. Ich traf mich nicht selber, wollte ich gerade sagen. Oh, danke. Moment, warum soll ich eigentlich meine Kugeln verschwenden? Okay. Die anderen stehen, glaube ich, drin. Schau, man muss natürlich gucken, dass ich so schnell wie möglich wieder zurückkomme. Also von da kommt jetzt halt auf jeden Fall nichts mehr. Ich denke, dass hauptsächlich die alle drin sind. Ich sehe da zumindest einen laufen. So, der Einzige, der mir jetzt noch eigentlich Kopfzerbrechen macht, das ist der Große. Ich würde sagen, ich riskiere es mal. Notfalls muss ich halt wieder rausrennen. Ups. Da komme ich nicht hoch, ne? Da komme ich hoch. Ups. So, jetzt muss ich mal gucken. Ob der Große da drin noch ist. Es sind auf jeden Fall einige, die rein sind. Oh. Okay. Okay. So. Ich glaube, ich habe es soweit geschafft. Hoffe ich. Oh, meine Güte. Also, ich kann es euch nur empfehlen. Das war jetzt wirklich ein Test, weil ich es nicht wusste anders. Nachdem ich das letzte Mal so mies draufgegangen bin. Okay, also wir haben... Hier ist jetzt 0 drin. Und in unserem Tank haben wir 2045 an Treibstoff. Yes! Leute, wir können tatsächlich los. Das freut mich echt enorm. Moment.
einmal die Helmkamera aus, Helmlicht aus. Das Licht aus. Gut. Dann würde ich sagen, ziehen wir Leine. Mann, oh Mann. Okay. Also dadurch konnte ich natürlich mir so einiges bewahren. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich weiter auf Stärke gehe. Von daher können wir jetzt tragen 60 Kilo. Also das ist auf jeden Fall schon mal gut. Wie das hier funktioniert mit dem verunreinigten Wasser, ich habe echt keine Ahnung. Ich denke aber mal, dass ich hier irgendwie das Wasser mit Flaschen oder sowas... rausbekommen muss. So. Und jetzt würde ich sagen, da wir hier auch wahrscheinlich niemanden mehr haben, oder? Fahren wir los. Wir haben das hier alles fertig gemacht. Ich weiß jetzt auch nicht, was uns als nächstes erwartet, aber wir fahren los. Ich habe jetzt halt ehrlich gesagt so ein bisschen die Schnauze voll hier. Deaktiviert. Wir machen Schub jetzt mal auf, ja, keine Ahnung, 25 in etwa und let's go. Tja, auf Wiedersehen, ich bin sehr gespannt, wo es hingehen wird. Ich würde auch sagen, wir drehen mal hier auf. Und jetzt bin ich dann wirklich gespannt, wo es hingehen wird. So, aber ich möchte auch mal gucken, wo es dahin geht, weil eventuell muss ich doch nochmal die Bremse reinhauen. Weil ich bin hier da nicht entlang gelaufen. Könnte nämlich sogar sein, dass ich hier nochmal einen Stopp reinhauen muss. Oh ja. Muss ich. Ja, da werden wir auf jeden Fall noch looten gehen, ganz klar. So. Jetzt habe ich natürlich keine Handgranaten mehr. Ja. Die spuckt halt schon ihr Zeug, ne, wo es ja noch nicht einmal bei mir in der Nähe ist. Mal schauen, wo die ist. Ich muss unbedingt mal gucken, dass ich mir dann was baue, dass ich nach oben kann. Ich meine, ich kann ja hier jederzeit auch wieder nach oben, ne? Da scheint mir nichts zu sein. Ich will hier mal ein bisschen noch auf Nummer sicher gehen, lieber mal einen größeren Bogen, um zu schauen, ob hier hinter den Büschen noch jemand steht. Ich denke mal, dass es recht interessant sein wird hier, noch als Lootstelle. Das ist ein schneller. Gut, so schnell war er dann doch nicht. Da ist auch nochmal einer von denen. Okay, schauen wir mal nach. Oh, kannst du da rausgehen? Also im Gegensatz zu dieser Spuckerin, muss ich sagen, ist der Renner hier harmlos, ne? So, wie gesagt, ich mache lieber einen größeren Bogen, ne, dass ich hier irgendwo hinterm
Busch noch einen stehen habe. Wie das schon wieder klingt, ne? Nicht, dass ich hier hinterm Busch einen stehen habe. Eieiei. Okay, da ist noch ein großer. So. Gut. Dann glaube ich, können wir jetzt erstmal ein bisschen uns vorwärts wagen. Kommt Munition? Jawohl, dachte ich mir. Copsi haben immer Munition eigentlich drin, ne? Leder. Snackies. Alles, was das Herz begehrt, oder? Nix. Na cool, dann haben wir den Bahnhof jetzt halt hinter uns gelassen, auf jeden Fall schon mal. Komm, aber wenn, dann muss doch da auch irgendwas sein, oder nicht? Nein? Ach so, das ist so ein Pickup, okay. Der hat nie eigentlich was. Haben wir schon geleert. Nice, nice. Also die gerade diese Teile sind echt Gold wert, muss ich sagen. Diese Mechanikteile. So, haben wir hier irgendwas drin? Also Zapfsäule wird angezeigt. Normalerweise steht ansonsten da Zapfsäule leer. Das heißt, ich könnte auf jeden Fall gucken. Okay, da ist einer drin. Da sieht man nichts. Okay, auf Toilette scheint mir jemand drin zu sein, weil das war jetzt nicht hier außen. Machen wir mal Folgendes. Wir gehen mal von da hinten. Erstmal gucken. Gucken und looten. Weil ich glaube, ich werde dann trotzdem nochmal herkommen und die Zapfsäulen leer machen. So. Den Schlüssel brauchen wir eigentlich hier drin nicht mehr. Ich nehme mal das Ding raus. Da haben wir ja. Ja. Also, demontieren. Da werde ich auch mal gucken, dass ich mir die andere Hersteller, oder die habe ich glaube ich schon im in Reserve. Noch eine Schallplatte, jawohl. Habe ich jetzt nicht dabei, aber der Zug, der steht ja gleich um die Ecke rum. So, essen wir mal was, weil wir haben Hunger. Wir haben Durst. Und da draußen haben wir ja auch nochmal den kompletten Laden voll, also von daher habe ich jetzt da überhaupt keine Bedenken, dass wir da irgendwie hungern oder dursten müssten. Noch einmal was trinken. Du hast 10, ne? Weil du hast 20, dann haue ich mir dich nochmal rein, dann haben wir 91. Und beim Trinken passt's.
Okay. Okay, dann haben wir hier auf jeden Fall schon mal Ersatz. Dass ich jetzt halt natürlich hier einen Helm finde, ist ja schön. Sowas, wenn man allerdings immer vorher wüsste, ne, dann stellt man sich manche Sachen nicht her. Und hätte ich gewusst, dass es jetzt halt auf die Art und Weise gut läuft, wie ich es jetzt gemacht habe, dann hätte ich mir wahrscheinlich nicht einmal irgendwas hergestellt an Rüstung. Aber gut. Ihr könnt mir gerne mal reinschreiben in die Kommentare, wie ihr das gelöst habt. Ob ihr euch da... Ihr Overloaded. Ob ihr euch da durchgekämpft habt. Oder wie ihr da vorgegangen seid mit dem Hauptbahnhof. Ich war dann noch 2-3 Minuten da gesessen und dachte mir, ey, wie kann ich den verdammten Mist lösen? Weil das geht ja gar nicht, ne? Die überrennen mich ja total. So schnell kann ich gar nicht reagieren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich probiere es einfach mal. Ich gehe raus aus dem ganzen Ding. So. Das da. Wir tun einfach mal alles rein, was hier rein muss. Den Helm tue ich nach vorne. Hier kommt natürlich wieder die Schallplatte rein. Der Schlüssel kommt rein. Der Helm kommt rein. Warte mal. Ich will das gerne ein bisschen zumindest hier sortiert haben. Aber man hat ja so viel Loot, ne? Also wenn man alleine schaut, wie viel Essen man hier hat. Ich tue jetzt auch die Sachen alle rein, weil das brauche ich nicht, ganz ehrlich. Hier tun wir mal den Verband, zumindest 10 würde ich sagen, tue ich raus. Wir tun hier auf jeden Fall ja auch 10 raus. Das muss ich nicht mitschleppen. Hier tun wir bis auf einen alle raus. Und schon haben wir nämlich 29 Kilo. Dann Gewehrmunition rüber. Flintenmunition würde ich sagen, mache ich genau so, dass ich die 100 Schuss noch einstecken habe. Und genauso hier. 225. Slot ist overloaded. Alles klar, ich muss einen neuen Schrank herstellen. Bringt nichts. Moment. Zumindest 25 Schuss. Warte mal, kriege ich... Das sind 6 Kilo, ne? Ja komm, dann tun wir nochmal 100 Schuss rüber. Das müsste gehen. Passt. So, ich würde allerdings auch die leeren Kanister mal mitnehmen. Ich glaube nicht, dass ich das brauchen werde. Weil wir sind jetzt halt gut gefüllt. Aber man weiß ja nie, ein bisschen Sprit in Reserve kann nie schaden, ne? So, schauen wir mal. Okay, kein Treibstoff. Kein Treibstoff. Oh, da haben wir nochmal Treibstoff. Du wirst überladen sein. Naja, dann laufen wir nochmal zurück, das macht ja nichts. Das geht ja schnell, wir sind ja gleich hier. So, jetzt muss ich nur mal ganz kurz gucken, wo ich es rein tue. Ich würde in dem... das geht gar nicht, ne? Wisst ihr was? Ich baue jetzt einen Schrank. Ich baue jetzt einen Schrank, einen weiteren. Oder noch besser. Aha, ich wollte doch sowieso mal die Treppen bauen, ne? Und zwar gibt's hier die Treppen... Kurze Version der Leiter in Kombination mit einem Kleiderschrank. Ein geräumiger Kleiderschrank. Also wenn, dann den hier. 12 Holz und 2 Metall. Okay.
Okay, wo das Material muss ich einstecken haben? Also ich weiß halt nicht, hier steht geräumiger, aber das schaut auch ein bisschen größer aus, der Einzelne. Das hat auch weniger Material. Also gut, 12 Holz, 2 Metall. Schauen wir mal, ob ich das rübernehmen kann. 12. Da geht wahrscheinlich jetzt nur einer. 12 Holz, 1 Metall. Mach jetzt halt auch nochmal das eine. Oder waren es zwei? 2 Metall, sorry. Okay. Warum kann ich den denn machen? Kann ich den da machen? Keiner weiß es. Wie schaut es denn aus mit einer Treppe? Was mache ich falsch? Du wirst überladen sein. Ja, ich will es ja auch nicht abbauen. Geplante Gebäude platzieren. Rechtsklick, um den Planungsmodus zu schließen, hebe das Werkzeug auf, um die geplanten Gebäude zu aktivieren und zu bauen. Ich kann keine Treppe anreißen. Und ich weiß nicht warum. Na gut, pfeift drauf, ist mir dann auch egal. Dann machen wir das eben mit dem Kleiderschrank. Moment, ich probiere es nochmal. Nö. Geht irgendwie nicht. Keine Ahnung. Fenster, Gitter, Treppen. Quatsch. Hier brauchen wir es. Hier, Vorratsschrank aus Holz. Den da. 16 Holz. Damit. Ich hätte 4 gebraucht. Oh meine Güte. Ne, ihr seht mal, ne? Ich bin jetzt schon ganz kirre. Okay, bitte einmal bauen. Dich stelle ich jetzt im Grunde hier mal her, auch wenn ich damit das Fenster verstelle. Oder warte mal, wir könnten das da daneben stellen. Schauen wir mal. Hauptsache, ich bekomme das Zeug jetzt herunter. Das ist mir jetzt eigentlich das Wichtigste. Ich denke mal, dass ich mir da hinten das Ganze auch noch als Schrankwand hinstellen werde, weil ich habe ja da hinten im Grunde eine schöne freie Wand. Also das Ding wird auch wegkommen und dann werde ich mir hier vielleicht 3 Schränke hinstellen. Es müsste ja eigentlich passen. Aber das mache ich dann erst so. Ich nehme meine Medizin wieder raus. Da reichen 4. Da reichen 2. Das lasse ich weg. Und in den Schrank tue ich jetzt mal
das Zeug rein. Dann habe ich da die Kanister drin. Dann nehmen wir mal hier die Patronen raus. Ja, overloaded. Ach so, klar, weil das ja 73 Kilo sind, ne? 50 Kilo, nee, 40 Kilo, also 4 Stück kann ich nehmen. Weil die würde ich nämlich gerne hier alle reintun. Und zusätzlich dann noch die Patronen. Und dann passt das nämlich auch. Und dann bin ich auf jeden Fall schon mal zufrieden. 136 passt. Und dann sind wir nämlich auch hier ganz gut aufgestellt. Werkzeugmäßig, ich habe einen Hammer, wusste ich's doch. Also den, da brauche ich jetzt keinen neuen machen. Ich habe einen, das ist wunderbar. Ah, gut, super. Mal gucken, ich werde vielleicht noch den Spritkanister holen. Und den, naja, wohl, das können wir alles miteinander machen, weil ich denke, dass da auch ein Keller ist. Und das wäre auf jeden Fall interessant dann, wenn wir das miteinander machen. Ja, das werden wir dann beim nächsten Mal allerdings machen. Gut, Leute, vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst mir gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir Kommentare da. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Ciao, ciao.